Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Gigamurks. Ich gehe jetzt Burg rein. Das sind schon dicke Einheiten. Hundertprozentig. Schwein, Pyro, Elite Archer. Millennium wäre auch stark. Ich brauche aber noch ein paar Tanks auch vorne. Ihn zum Beispiel. Der wäre nicht schlecht. Ja, nehmen wir so. Und ich mache es mal anders und stelle den Pyro hier vorne hin. Stell mal den Pyro hier vorne hin. Weil ich habe gesehen, dass auch manche Leute einfach nur eine Reihe von Pyros hier in der Mitte machen und hinten so ein paar Tanks noch hinstellen. Und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Wurzelqualle Elementar, okay. Ein Baum, Nikomata, der Fiesta genommen. Die Katze ist ganz hoch geklettert und jetzt guckt sie blöde. Naja. Kommst du runter, Katze? Ja, gut. Ja, ist auf ihrem Platz, sehr gut. Ja, aber so Tor ist natürlich nicht schlecht. Sind aber auch teure Einheiten dabei, ne? Gerade viele Pyros hinsetzen, Elite Archer ist nicht ganz billig. Schwein genauso wie das Tor. Hauptchen reingemacht. Stacks reingemacht. Auch Hauptchen. Wir gucken mal. Der hat einen Waldläufer. Okay. Jetzt können wir natürlich. Hier den Schleim hinsetzen. Dann würde da vorne noch ein Pyro hingehen. Eventuell. Ganz sicher bin ich mir da nicht. Muss uns mal anschauen. Nee, noch einen nehme ich jetzt nicht mit. So gierig bin ich dann auch nicht. Aber hat auch viel Stichschaden. Und eine Stichschwäche. Okay. So. Das heißt, wir könnten das so machen, dass hier ein paar Tanks mit dazu kommen, die sich dann vorne hinstellen. Und dann hier dahinter natürlich noch Büros. Das ist kein schlechter Plan. Oh, der Turtle ist weg. Büro knallt rein. Ende. Bin ich das? Nee. Hier bin ich.
Wir haben eine Hexe mit rein. Hier könnte ich mit Zeus arbeiten. Ich glaube, ich stelle hier keinen neuen Pyro mehr hin, weil das, die reichen gerade so, dass der nach vorne kommt. Da werde ich nur mit dem Zeus arbeiten, der vordersten Reihe. Wieder durchgekommen. Aber halt nicht die Schwäche, ne? Und mit einer Echse und mit dem Skorpion komme ich da gut durch. Hätte ein Feuerelementar machen können. Dann wäre besser dran gewesen. Naja. So, ich werde jetzt ein Zeus auf. Dann kann ich mir ruhig noch einen Worker gönnen. Das ist ein guter Plan. Mal gucken, Schutzengel bringt mir gar nichts. Also ich weiß gar nicht, ob man den auf das Tor benutzen kann. Ob das Tor dann nochmal Einheiten holt. Davon weiß ich gar nichts, das habe ich noch nie ausprobiert. Wenn das einer weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Ob der Schutzengel das Tor wiederbelebt und dann neue Einheiten rauskommen. Das würde mich mal interessieren. Wieder durchgekommen. Ich glaube nicht, dass er Fiesta hat. Das glaube ich nicht. Kommt auf jeden Fall eine Level 2 Echse raus, das ist nicht schlecht. Ist hier drüben aus. Solide. Jetzt können wir natürlich hier an die Seite den Elite Archer stellen. Mal ganz an die Seite. Weil das sollte auch funktionieren, dass der ganz gut Schaden machen kann, während die Tanks dann halt nach vorne gehen. Klappt auch. Hätte ich vielleicht ein kleines Stück weiter hinten platzieren sollen, aber funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ist sogar noch eine Dreiechse geworden. Kann das gerade so blocken. Habe ich durchgelassen? Nee. Nee, nee, nee. So machen wir das. Aber warte, dann stehe ich den gleich. Noch so ein halbes Feld weiter hinter. Das wirkt mir sehr sinnvoll. Eine Viererschnecke. Von deinem Held nicht lange durch. Aber passt. Jetzt kann ich ihm gut reinschicken. Ah,
Ah, leider kein Hammer rausgekommen. Könnten jetzt erstmal die Schleimfrau aufwerten. Auf 11 schicke ich auf jeden Fall. Ich bin sogar perfekt im Value. Ich weiß, viele Fernkämpfer und die blocken ganz gut ab. Aber schall trotzdem. Schon wieder durch. Ich weiß natürlich nicht, ob er Fiesta hat, aber ich glaube es nicht. Dafür ist er ganz schön weit hinten. Und dann werde ich den mal auf, der hier drüben steht. Soll für die 10 reichen. Und dann schicke ich auf 11 und 12 noch mal dick. Hexe, ja. Dem geht's wirklich nicht so gut. Ich schicke ihm halt auch die ganze Zeit Sachen, wo er verkackt. Oh, das ist ärgerlich für ihn. Mini-Leben. Noch ein Dino. Dafür holen wir uns Worker. Dafür hole ich mir Worker. Also nichts klar, hätte ich auch machen können, so, aber dann nehme ich lieber die 4 Worker mit. Da kriegt doch schon mal ein 3er-Dino ab. Das ist nicht ohne. Der ist ganz schön fett. Auch ewig, um den zu killen. So, im besten Fall schaffe ich es jetzt auf einen Maulwurf. Oder einen Hermit. Leider nicht rausgekommen, scheiße. Machen wir ein Schweinchen hin. Ah, damit geht, der Maulwurf geht noch mit raus, sehr gut. Aber es sieht nach einer soliden Strategie aus. Alles in der Mitte zu bündeln und rechts und links da so einen Outschein zu setzen. Das ist wirklich solide. Bumm. Ein Eiersack. Der wird abkacken. Ja, der hat es echt nicht leicht mit mir.
mit Mikrai hin. So, wir werten den mal auf, damit die Frontline noch ein bisschen härter wird. Dann haben wir hier die Zeus noch raus. Und die zwei Worker. Bisschen Frontline muss schon sein. Der erste Mimik. Oh, ein 5er Robo. Ja, Mimik ist leider schon tot. Level 1 ist kacke. Noch ein Eiersack. Ist auch einer. Was habe ich denn geschickt bekommen? 220, okay. So, da muss ich hier ein bisschen davon aufwerten. Schweinchen dazu. Weil ich auf den Waves mit meinem Pyro jetzt nicht so viel machen kann. Die 17 wird kacke. Da muss ich dann mit den Schweinen und sowas weitermachen. Aber ich bin ganz oben die ganze Zeit über. Aber am meisten Worker aktuell. Zumindest in meinem Team. Da ist schon mal der 3er Dino. Das ist ein 4er. Sehr gut. Jetzt können wir natürlich auf die Seite auch die Tore bauen, ne? Theoretisch kann ich auf die Seite auch die Turtles bauen. Die Tore. Das finde ich ohne. Auch die ganze Zeit Autosend. Doppelter Drache. Vielleicht brauche ich die Tore auch gar nicht. Es funktioniert aktuell so super gut. Dass ich die an sich gar nicht brauche. Schauen wir mal. Jetzt ein bisschen Magieschaden mit rein. Auf der 17 wahrscheinlich. Ich mach's erstmal Autosend. Den werte ich auf. Ich kann auch so ein Schwein aufwerten. Oh, aber sogar eine Mission. Gar nicht verkehrt. Wem hat das gegeben? Ihm? Explosionsbaum? Explosionsbomb wiederbeleben? Das gucke ich mir an. Ist nicht explodiert. Okay. Nutzlos. Right away.
jeden Fall das und dann schicken wir noch Marquis-Schaden rein. Also eine Hexe wäre gut. Hexe wäre gut, weil er die Tore hat. Und sonst Neutropus mit rein. Schwein verstärken. Die verstärken. Hexe kriegt auf jeden Fall noch zusammen. Zweiter. Und dann machen wir hier einfach noch einen zweiten Maulwurf. Das klingt nach einem guten Plan. Ja, ich halte es locker. Gar kein Problem. Ja, hier komme ich durch. Maulwurf macht gute Arbeit noch. So will man das sehen. Der frisst sich hier hoch. Aha. Vergrößerte Löwen. Das ist ein hartes. Mehr Worker für mich. So, jetzt haben wir keine Worker mehr. Jetzt bauen wir hier nur noch. Pyros auf. Ah, Moment, ich kann vorne noch welche hinstellen. So. Sollte reichen. Also ein Megaproton, aber hätte da bitte nichts stehen. Kommata-Reihe. Ram! Ja, das passt sehr gut. Die halten ganz gut, bis die Schweine da sind. Muss ich mal gucken, wie steht er denn überhaupt? Minus 300. Ruhig noch mal schicken. Komm sogar zum King durch. Not enough mit hier. Verrückt. Auf jeden Fall hier die Schweine aufwerten. Huch, meine Fresse. Immer das Gleiche. Zack. Time for some action. Ja, das sammeln wir. Machen wir nochmal alles raus und dann wird gesammelt. Ja, es teilt sich trotzdem links und rechts in zwei Teile auf. Das ist nicht so geil. Aber liegt wahrscheinlich auch an den Fernkämpfern.
Ja, das ist die Grube auch schon rein. Der große Dino wird auch viel geblockt haben. Oh, die Eiersäcke kacken ab. Das ist sehr gut. Zwei Eiersäcke ausgelöscht, so rum. Hat viele von denen, okay. Also Stich- und Aufprallschaden. Könnten wir jetzt hier noch mal ein paar Schweine bauen. Können die mal noch upgraden. Den kann ich dann noch mal upgraden. Ah, die Runde wird nicht ganz so fett für mich. Okay. Das kam jetzt erst. Ja, wir können dann 22 oder 23 locker schicken. Der hat mich überholt. Er hat wahrscheinlich auch jedes Mal gehalten. Der ganze. Der hier. Hat seinen großen Skelettpiraten da stehen, der sich heilt und Angriffen ausweicht. Oh, sieht doch gut aus. So einen Schleim würde ich jetzt nicht unbedingt noch bauen. Mach mal noch einen Bazooka da hinten hin. Sieben große Schweine, ein Haufen Pyros. Ja, bis jetzt hat mich das gut durchgebracht. Ich bin zwar auch drunter, aber trotzdem das Gefühl, dass ich damit gut halten kann. Können wir machen. Erstmal das ist klar. Davon nehmen wir einen mit. Wir nehmen Hexen mit. Ich mache hier nochmal ein Upgrade auf die. Die noch mal ein bisschen stärker sind. Hexen sind ja wichtig. Voreis war auch eins wichtig. Ja, so gut ist. Ich nehme tatsächlich noch einen zweiten Voreis mit. Dann nehmen wir noch den Hornet mit. Hornet auf Stufe 3. Sieht gut aus. Okay, 3000 hat er mir geschickt. Einen dicken Stichler. Aber Stichler ist doch kacke. Ich habe doch gar keine so große Verteidigung. Leichte Verteidigung oder Arkan. Ja, der Flashschaden hat nicht gereicht. Hätte er was anderes geschickt, hätte er mehr gekonnt wahrscheinlich. Ja, wobei, die machen schon Fettschaden, ne? Na gut, das war's. Aber ich wollte es mal ausprobieren und es lief an sich gar nicht schlecht. Das hat mir ganz gut gefallen. Gerade mit den Schweinen hinten, die da nach vorne rammen. Vorne so drei, vier kleinere Tanks. Ja. Das war weiter ohne Legion. Ich hatte gerne bei anderen Videos vorbei. Liken, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dann, entspannten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.